Nach dem gemütlichen Frühstück war dann erstmal Gewudel angesagt, denn natürlich müssen die Innenschuhe wieder in den Skischuh reingebaut werden, die nehme ich zum Trocknen immer raus und den Ski muss ich noch auf meinen Schuh einstellen, weil mit dem ist letztes Mal ja Nico unterwegs gewesen und der hat ein bisschen größere Füße als ich. Immer auf die Schraube achten, die muss nachher bündig sein. Heute ganz anders als gedacht mit der Amelie. Ich bin in der ersten Gondel gleich mal mit dazu gehüpft und jetzt werde ich sie nicht mehr los, die ist verdammt schnell. Tja, traumhaft. Absolut, traumhaft war es wirklich. Zum ersten Mal für diese Saison war auch mein Lieblingslift endlich wieder geöffnet und so konnten wir uns den ganzen Vormittag hier vergnügen und viele, viele Spuren in den frischen Pulverschnee ziehen. Und als ganz besonderes Schmankerl wollte ich euch noch diese Hütte zeigen. Die ist wunderschön, wie ich finde. Die Lawinenwarnstufe war nach wie vor sehr hoch, weshalb immer noch große Vorsicht geboten war und man sich gut überlegen musste, wo man tatsächlich fahren kann. Doch ihr seht es, die Landschaft war wunderschön und der Anraum an den Bäumen sah magisch und zauberhaft aus. Wir sind jetzt unterwegs auf dem, was früher mal die Elefantentour war, also quasi die Skisafari. Jetzt heißt es für mich, ja, wahrscheinlich ist es nur 5-10 Minuten gehen, ist angeschrieben. Und ja, hier ist so ein kleiner Weg, nicht viel los. Ich bin auch das Video von dem Auto direkt da. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Alternativ fahren auch Taxis, aber das geht schon nicht mehr. Jetzt habe ich gerade schon Ärger kassiert, weil ich bin zu einem dazu gestiegen. Hat der Lift sonst gefallen? Aber der wäre eher alleine hochgefahren und blubbelt zur Sonne. Naja. Was muss, der kam aus Dänemark auf Klassenfahrt. Und den hat es auch nicht gestört, dass ich bei ihm eingestiegen bin. Von dem her, egal, Hauptsache ab auf den Berg. Die Jausen auf der Hütte. Die ist ultra süß, finde ich. Ich halte die Kamera mal ein bisschen raus, damit ihr sie besser sehen könnt. Ah, ist einfach mega schön hier in der Sonne. Wie gut, dass ich mir eine Brotzeit mitgenommen habe, wenn auch nur die alte von gestern. Aber hat immer noch geschmeckt. Naja, ist ja auch kalt genug, da wird nichts schlecht. Mmh. Mega Panorama. Nachtisch. Geil. Und jetzt muss ich mich beeilen, damit nicht der ganze gute Schnee noch verloren geht. Kurze Pause kann nicht schaden. Kurz. Das Stichwort war kurz, denn richtig gute Skitage sind meist gezählt, deswegen müssen die auf jeden Fall gut genutzt werden. Und somit habe ich mir gleich nach der Jausen auch die Ski wieder angezogen und bin weitergefahren. Wir sind jetzt mitten am Kamm, allerdings ein bisschen in den Bäumen und diesen schönen Winterblick, den wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Hier oben sieht so richtig magisch aus, finde ich. Also echt toll und ich muss so ein bisschen hochtreten. Die Spur ist aber natürlich schon gelegt, das seht ihr eh. Und derjenige, der diese Spur hier gelegt hat, dem würde ich gerne meinen Respekt zollen, weil das war eine ganz schöne Schlagerei, da bin ich mir sicher. Jeder, der viel im Gelände unterwegs ist, hat es wahrscheinlich selber auch schon erlebt. Ich definitiv auch. Aber das war schon eine besonders lange dritte Spur. Also da hat sich jemand
die Abfahrt ordentlich erkennt. Gebt euch bitte mal diese verschneiten Bäume hier im Hintergrund. So cool, oder? Wunderschön. Seht ihr vielleicht ein bisschen besser, was ich meine? Also hier geht ganz schön weit rauf und vorher geht es schon mindestens genauso weit. Und irgendwer hat das alles vorausgeschickt. Also das hier hoch, das ist echt ein kompletter Marsch. Das Problem ist, dass der starke Wind einiges vom Schnee zerstört hat. Die Nordosthänge gehen gar nicht gut zu fahren. Südwestlich sieht es da schon etwas besser aus. Und dementsprechend gibt es diesmal ein paar andere Bilder, die ihr so noch nicht gesehen habt. Zum Tagesende hin hat das Wetter dann leider wieder extrem schnell zugemacht und es hat sogar noch mal leicht angefangen zu schneien und auch wieder zu winden, weshalb das Ende vom Video dann recht abrupt ist, da es dann über die Piste zurück zum Auto gegangen ist. Hilft ja alles nichts. Mittlerweile ist schon wieder alles zum Trocknen ausgelegt und für mich heißt es Video schneiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke fürs Zusehen.